Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster Area zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn mit mir, Arne. Und in der letzten Folge hat es noch geschneit und ja, jetzt ist das Wetter schon wieder etwas freundlicher geworden. Wirklich geil da hinten mit diesem Sonnenuntergang und so. Jetzt auch hier den Berg, den wir erklimmen müssen, in so ein schönes dunkelrot, rötliches Rot-Orange taucht. Farbedroht, sagen wir einfach mal. Ich glaube, das ist die korrekte farbliche Bezeichnung. Irgendwo auf dem Weg muss auch noch ein Panorama sein, das habe ich da ja markiert. Das ist wohl da ganz oben irgendwie. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, um da hochzukommen. Oh, jetzt wird es aber rasch dunkel hier. Es ist schon praktisch mitten in der Nacht. Ja, auch hier ist es Winter. Hier ist eigentlich immer Winter. Es wird ja nicht hier immer dieser scheiß Schnee liegen. Mal gucken, wie ich da hochkomme. Ah, das... Oh, weia, ich weiß nicht, ob das zu machen ist. Das ist definitiv nicht die Route, die man wählen soll. Oh, und das ist auch nicht die Route, die man runtergehen sollte. Ich versuche mich einfach weiter hier durch den Schnee zu schlagen. Ich bin aber eigentlich komplett falsch hier. Irgendwo bin ich falsch abgebogen, aber vielleicht kriegen wir es ja auch so irgendwie hin. Auch wenn es nicht so aussieht, aber gar nicht. Nee, hier bin ich definitiv falsch. Ah, hier komme ich jetzt auch nicht weiter hoch. Autsch! Ach so, nur Schnee. Weiter da, vorsichtig, vorsichtig. Nicht ausrutschen, nicht hinfallen. Da sieht schon besser aus. Ich glaube, da kann man klettern. Ja, Arnel, solltest du vielleicht mal angewöhnen. Erst gucken, dann klettern. Ah, ja, das sieht doch schon besser aus. Mal gerade noch hier den Strauch mitnehmen. Hier nicht, aber hier? Auch nicht. Ah, aber hier. Alles klar. Hallo Baumstumpf, du siehst sehr tot aus. So, hoch mit dir. Darüber? Okay, geschafft. Oh weia, es wird bedeutend ungemütlicher. Das liegt nicht nur im Wetter. Hallo, du maschinelles Federvieh. Was geht ab? Rotes Licht bedeutet Ärger. Das stimmt. Ich glaube, ich bin fast da. Stimmt. Okay, Notizbuch, gib mir mal einen Crashkurs. Sturmvögel. Lohbehälter. Also hinten auf dem Rücken. Die Antriebe, die man abreißen kann. Ein Eisbehälter. Kann man jetzt hier aber nicht so gut erkennen, wo das genau ist. Ich glaube eher so auf dem Rücken so. Und das Blitzgewehr, was ich tunlichst abreißen will. Also die Antriebe, Blitzgewehr kann man abreißen und auf die Behälter kann man einfach schießen. Was bedeutet, dass es Sinn macht, sich den Kriegsbogen unter den Nagel zu reißen. So. Mit dem Seilwerfer können wir versuchen, vielleicht erwischen wir den und können ihn halt runterpinnen, genau wie so ein Grauhabicht. Aber der wird deutlich mehr Seile brauchen, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Außerdem weiß ich nicht, wie sehr der jetzt da rumflattert, wie gut man den halt treffen kann. Na, die Stolperfallen bringen mir auf jeden Fall nichts. Was aber gar nicht so einfach ist. Das macht die Sache etwas leichter. Okay, ich glaube, ich habe den Antrieb erwischt. Autsch! Da wird er mich auch erwischt. Oh!
Ah, Flügel erwischt. Jawoll. Yes. Wo sind die... Was sind wir da? Hallo? Der macht mir nicht gerade einfach. Was ist das für ein Behälter? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sehen. Lohbehälter, alles klar. Ich gehöre halt eine Feuerpfeile nicht mehr. Kann ich nicht auch einfach damit da drauf bolzen? Sollte doch gehen, oder? Irgendwie geht das aber nicht. Irgendwie geht das nicht. Okay, dann nimm mal halt den Jägerbogen dahin. Wir schießen halt jetzt nochmal drauf. Zum Glück haben wir so viel Zeit. Hatten so viel Zeit. Klar, dass er jetzt wieder abhebt. Autsch! Okay. Oh, ist er jetzt doch explodiert oder was? Ich dachte, ich könnte einen kritischen Treffer machen, aber Pustkuchen. Hallo? Ja, Granaten. Keine Ahnung, wir schießen es ab. Okay, gut. Zack, zack, zack. Sollen wir den hier so am Boden halten können? Das ist natürlich easy. Da ist noch ein Lohbehälter. So, jetzt aber. Das ist der Eisbehälter. Okay. Haben wir runtergehauen. Aber ich konnte keinen kritischen Treffer machen. Das finde ich doof. Nichts da. Okay, Junge, jetzt kriegst du auf die Fresse. So, machen wir es mal wieder so. Denn hier wird er jetzt sowieso nicht mehr einstecken. Autsch. Einfach kaputt bumpen. Ich hoffe, das war dein größter Wächter, Gaia. Und der fliegt natürlich den ganzen Scheißberg runter, ne? Ich glaube. Ich glaube, die Drops können wir vergessen. Das ist sau dunkel. Ich habe keine Ahnung, wo der gelandet ist. Und der war in der Luft. Ich habe nicht gesehen, wo runtergekommen ist. Das ist natürlich scheiße, weil Sturmvögel haben natürlich sau gute Drops. Ja, den sehen wir so schnell nicht wieder. Vielleicht in der nächsten Staffel auf dem Weg ins DLC finden wir auf einmal irgendeinen Wrack von einem Sturmvogel. Wenn wir Glück haben. Aber jetzt werden wir den bestimmt nicht mehr so schnell zu Gesicht bekommen. So, einmal kurz heilen. Da vorne leuchtet noch irgendwas, das will ich gerade noch einsammeln.
Das glitzert aber schön. Einmal Kühlsaft, okay. So, Panorama. Auch wenn man jetzt nicht viel von einem Panorama hat bei dem Wetter. Aber ich glaube, das Wetter wird sich jetzt auch nächste Zeit nicht bessern. Vielleicht gehört das sogar zur Mission. Kann ja sein. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ich will mit dir, Aloy. Ich hasse das auch. Scheiß Schneematsch. Das war echt so. Also wenn es schon Winter, dann soll es auch wenigstens richtig schneien und nicht nur so ein Matsch-Scheiß da. Das will doch keiner. Entweder volle Kanne Schnee oder gar kein Schnee, aber nicht so ein Mittelding. Aber hier ist ja eine volle Kanne Schnee, also darf ich mich da jetzt eigentlich nicht beschweren. Naja, aber hier gibt es jetzt auch wieder Sturmböen und hier oben ist die Luft bestimmt was dünner. Das ist jetzt nochmal was anderes. Das ist dann auch wieder nicht so geil. Ich hasse einfach den Winter. Ich hasse ihn wirklich. Okay. Die obligatorische Lootkiste. Wie auch immer die hier hinkommt. Was haben wir hier? King's Peak. Apoker Shitstorm Tour Tag 10. Hier habe ich herausgefunden, wie die Welt untergeht. Oh, schön für dich. Meine zweite Apokalypse in einem Jahr. Sieht aus, als wird hier gerade einiges gebaut. Warum das denn? Ah, es kann man sogar was auf dem Bild erkennen. Super. Danke, Wetter. Danke, dass du dich zum richtigen Zeitpunkt verbessert hast. Das ist wahnsinnig freundlich von dir. Ja, jetzt wisst ihr, warum man das freundliches Wetter nennt. Aber was zur Hölle ist das für eine Anlage? Na, muss ja wohl Gaia Prime sein, ne? Was sonst? So, natürlich gucken wir uns jetzt auch noch das letzte Panorama an, was unser Freund da so zuschreibt. Ist hier natürlich wieder Mutter, wie immer. Ich war überrascht, als mich FAS hier rausgeschickt hat. Und nicht nur, weil das Treffen im Realraum stattfinden sollte. Ich war überrascht, dass sich bei FAS noch jemand an mich erinnerte. Als ich nach der Therapie zur Arbeit zurückkehrte, informierte mich die Personalabteilung darüber, dass ich für das Panorama-Projekt eingeteilt worden war. Das war genau das berufliche Todesurteil, das ich erwartet hatte, und schickte mich karrieremäßig ohne Schutzanzug in eine rote Zone. Alle wussten, dass Panorama eines dieser dem Untergang geweihten Projekte war, die FAS nur als Abstellgleis für Versager unterhielt. Insbesondere für Irre wie mich, die aus Angst vor einem Prozess nicht einfach feuern konnten. Monat für Monat teilte das Management die Versager für aussichtslose Projekte ein, brach diese dann ab und entließ alle. Ein Schiff voller Narren, versenkt mit einem einzigen Torpedo. Es ist keine rechtswidrige Entlassung, wenn es betriebsbedingter Stellenabbau ist. Ich hatte nichts Besseres zu tun, also sah ich mir die Technik an. Chip-Design war nicht meine Stärke, aber ich kannte mich gut genug aus, um zu bewundern, was die Ingenieure mit dem Eternity-Chip geschafft hatten. Daten konnten darauf ohne jeden Verlust 50.000 Jahre oder länger gespeichert werden. Wow, was ist das für ein Chip, bitte? Panorama selbst war eher ein gescheiterter Marketingplan. Die Idee dahinter war, Werbung für die Technologie zu machen, indem man frei zugängliche Eternity-Chips bei Sehenswürdigkeiten in aller Welt vergrub. Public-Domain-Zeitkapseln, in denen Enthusiasten datumsgebundene Daten speichern können. Das Projekt war so weit fortgeschritten, dass Stacheln entwickelt worden waren, tragbare Bohrer-Applikationen, mit denen die Chips versenkt werden sollten. Dann stagnierte es, als Grass-Hackle-Verkapselungen auf den Markt kamen und Eternity den Wind aus dem Segel nahm. Jedenfalls war ich 3 Wochen beim Panorama-Projekt, als FAF mich überraschend für ein Realtraumtreffen herausschickte. Mich, ein Versager, der in einem toten Projekt arbeitete, schickte man zu einer F&E-Hochsicherheitsanlage von FAS in King's Peak. Das ergab keinen Sinn. Das Sicherheitspersonal brachte mich in einen kleinen Konferenzraum und sagte, ich sollte warten. Es war regelrecht erdrückend. Gedämpftes Licht, schlechte Luft, eher wie ein Verhörraum aus einem dieser Polizeivideos aus den 90ern. Aber was mich wirklich neugierig machte, waren die Geräusche, die durch die Wände drangen. Ein andauerndes Klopfen und Krächzen, Krachen von Konstruktionsboards, die tief im Berg etwas bauten. Etwas Großes. Die Tür öffnete sich und ein paar Typen mit FAS-Abzeichen kamen herein. Ich erkannte einen von ihnen, Brad Andek.
ein Replikationsingenieur aus der Militärabteilung, den ich ganz zu Anfang mal getroffen hatte. Aber ich glaube, er erkannte mich nicht. Er blieb die ganze Zeit im Hintergrund und sah beunruhigt aus. Ich wollte fragen, was eigentlich los ist, als eine Frau mit Hijab hereinkam. Was ist Hijab? Wahrscheinlich irgendein anderer Typ. Sie stellte sich nicht vor, aber das musste sie auch nicht. Es war Samina Ibaji, die ehemalige Archivleiterin der Odyssey. Ach, die! Architektin des gesamten Homer-Projekts. Keine weltbekannte Berühmtheit, aber wenn man sich wie ich in seiner Jugend das Odyssey-Projekt gespannt verfolgt hatte, erkannte man sie sofort. Kurz auf die Uhr gucken. Okay, wir haben noch Zeit. Ich glaube, wir kriegen das heute noch hin. Das hier ist echt, also, das ist mit Abstand der längste Text, den wir bisher hatten in den Panoramen. Ibaji setzte sich und begann, sehr präzise Fragen über die Toleranzgrenzen von Eternity-Chips zu stellen. Dann sollte ich über die Machbarkeit verschiedener Verbesserungsmethoden spekulieren. Die Befragung dauerte ungefähr 10 Minuten, dann dankte sie mir für meine Zeit und ging. Alle anderen folgten ihr. Das Sicherheitspersonal kam ein paar Minuten später und eskortierte mich zu meinem Wirt. Auf dem ganzen Weg zurück zu FAS zerbrach ich mir den Kopf darüber, was eigentlich gerade passiert war. Was machte Samina Ibaji in einer geheimen Pharaoh F&E-Anlage? Warum stellte sie mir Fragen über die Eternity-Technologie? Es ergab keinen Sinn. Als ich schließlich landete, wusste ich, dass ich nicht aufgeben würde, bis ich dieses Rätsel gelöst hatte. Das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass man mich feuerte, aber das würde sowieso passieren. Ich brauchte ein paar Tage und etwas Sucharbeit, aber ich hatte ziemlich bald eine Spur zu Brad Andek. Er ging jeden Abend in eine andere Bar und trank bis zur Bewusstlosigkeit. Ich verfolgte ihn, bis ich es schaffte, auf seinen Fokus zuzugreifen und seine Netzprotokolle zu duplizieren. Mastery Hackere. Ich fand nichts Auffälliges in seinen Finanzen oder seiner Mediennutzung. Ich dachte schon, ich hätte meine Zeit vergeudet. Aber dann griff ich auf seinen Dreambox-Account zu und fand das Tagebuch, das in den letzten Wochen geführt hatte. Es stand alles drin, wie die Welt untergehen würde. Mein erster Gedanke war, tja, wenigstens muss meine Ma das nicht mehr erleben. Mein zweiter Gedanke war, dass jetzt alles egal war. Was es wiederum ziemlich offensichtlich machte, dass ich mich umbringen sollte. Und das war das letzte Panorama. Wir haben jetzt alle. Jetzt müsste ich die Sets nur noch halt abgeben. Meridian. Aber angesichts der Umstände kommt es wohl erst nächste Staffel dazu. Wenn das jetzt wirklich das Finale ist, wovon ich ausgehe. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja auch noch irgendwas. Vielleicht wird dann doch plötzlich Meridian nochmal von irgendwas angegriffen und man muss es dann verteidigen oder so. Oder da wendet sich nochmal irgendwer gegen mich und ich muss dann doch irgendwie nochmal irgendwas kaputt hauen. Wer weiß. Das ist nicht der Weg, von dem ich gekommen bin, aber egal. Er funktioniert. Er hat funktioniert. Bisher. Ach, das kriegen wir hin. Das ist nicht so tief. Oh, okay. Okay. Okay, ich stecke fest. Warum darf ich da nicht lang? Ich will doch nur runter. Hallo? Echt jetzt? Wirklich? Ich will doch einfach nur da runter. Was zur Hölle? Geil, ich stecke total fest. Alter, okay. Wir kommen voran. Aber ich hänge immer noch irgendwo fest. An irgendeiner Grenze. Irgendwie komme ich jetzt in diese Instanz nicht rein. Bin ich out of bounds? Ich muss out of bounds sein. Weil er lässt mich offensichtlich nicht in diesen Teil rein. Na toll, was jetzt? So komme ich auch nicht mehr. Oh Gott. Dann muss ich etwa da runter, oder? Na toll. Okay, ich versuche einfach zu reisen. Dann kann ich nicht reisen. Dann muss ich den ganzen Scheißweg zurück. Deswegen habe ich das bisher vermieden, aber es geht jetzt nicht anders. Also ich glaube, ich bin echt irgendwie out of bounds geraten. Und der dachte dann, ich wäre nicht mehr oben auf diesem Berg, sondern unten. Und hat mich deshalb nicht da oben reingelassen, weil, keine Ahnung, das nicht geladen war oder so. Irgendwas in der Richtung. Das bedeutet, ich muss jetzt wieder an ganzen Maschinen hier vorbei kämpfen.
Oh, hallo. Ja, schnell tot. Don't mess with the big guys. Es wäre wirklich sehr cool, wenn ich mich an all denen vorbeischleichen könnte. Mit den Modifikationen bei meinem Speer kann ich jetzt Grauhabichte überbrücken. Schön, Erdol. Schön. Ich will einfach nur hier weg. Tarnung OP. Durch das an. Da muss ich einfach hier ganz hinten rum zu schleichen. Scheint bisher ganz gut zu funktionieren. Okay. Dass mich jetzt nicht noch jemand beim Klettern entdeckt, sind wir safe. Sieht gut aus. Ach ja, stimmt, darüber. So, da sind wir wieder. Einen Sturmvogel haben wir immer noch nicht gefunden, aber der ist wahrscheinlich despawned, weil ich gereist bin. Was haben wir denn hier für eine Spur? Ist hier irgendwas lang gefahren oder so? Keine Ahnung, ob hier so ein Heilmittel. Das soll mir erstmal reichen. Die werden wir bestimmt noch brauchen. Ich habe so das Gefühl, als würde irgendwer oder irgendwas in dem Gaia Prime-Dingens da auf mich warten. Und es ist bestimmt nicht freundlich. Erstmal komplett nass machen. Erkältung einfangen. Grippeinfekt. Lungenentzündung. Wir kommen offensichtlich näher. Der Weg ist ein kleiner Umweg, aber naja. Dann kommen wir wenigstens sicher an und sind nicht auf einmal wieder out of bounds oder hängen an irgendeiner anderen unsichtbaren Mauer fest oder so. Jetzt wüsste ich aber echt mal gern, was da eigentlich genau passiert ist. Ey, wow, ich kann was sehen. Ich habe eine Sichtweite von über 10 Meter. Das gefällt mir aber. Oh, wow, was ist das? Was ist das? Es leuchtet. Und dieses Leuchten gefällt mir gar nicht. Das wartet hart schon auf mich. Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Das ist gut. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Er hat ja auch gesagt, er würde hier auf uns warten, ne? Also, natürlich war er schon mal hier. Der gefallene Berg. Na toll. Also, solange wir erstmal nur klettern müssen, ist ja alles okay. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Okay. Los geht's. Das ist total safe, was wir hier machen. Please don't try this at home. Nicht runter gucken. Nicht gucken. Ach, ich gucke aber gerne runter. Oh, du kannst da unten sowieso nichts sehen. Hey, cool, sie reagiert ja sogar darauf, dass ich runter gucke. Naja, wie gesagt, ist ja nicht so, als könnte man da irgendetwas sehen, ne? Ah, da oben wird mir jetzt eine Ruine angezeigt. Macht Sinn.
Ah, Gaia Prime. Hey Ella, ich dachte, du wolltest mal runtergucken. Sieht schön aus. Die Welt von oben so. Ja. Besonders da drüben so, mit den Seilen und so, die so total hoch hängen. So hoch, dass man gar nicht den Grund sehen kann. Ich finde das sehr entspannt. Ich stehe hier gerne. So, es ist auch schon wieder Zeit, bevor wir uns jetzt hier ins letzte Gefecht stürzen, den letzten Dungeon betreten, wie auch immer man das jetzt nennen mag, verabschiede ich mich nochmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Horizon Zero Dawn wieder. Und ja, dann werden wir mal gucken, was Hades uns noch so entgegenwirft und was Silence jetzt genau eigentlich für uns vorbereitet hat. Und vielleicht kriegen wir dann auch noch mal ein bisschen was über Silence raus, weil der ist ja auch immer noch, naja, eine große Unbekannte. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal in der Disaster Area. Macht's gut, haut rein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.